Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute wieder mit den Weihnachtsformen. Ich möchte gerne den Crackle-Effekt machen. Ich bin inspiriert von der lieben Petra Gerbracht, eine gute Freundin von mir in der Zwischenzeit. Wir tauschen uns regelmäßig aus und ja, in allen Lebenslagen. Ich finde es mega toll. Vielen Dank, Petra, für deine Freundschaft. Heute möchte ich mal Crackle-Effekt probieren. Den machst du so wunderbar. Bei mir klappt es so nicht so. Ich habe mir jetzt diese zwei Farben eingemischt. Dark Chocolate und Interference Champagne. Hat so einen leichten Gold-Touch. Und als Kontrast habe ich Resin Ink Pure Black eingemischt. Als Schwarz, so für ein bisschen einen Kontrast zu schaffen. Ich habe mir jetzt hier schon mein klares Harz eingefüllt. Und ich habe versucht, eine dünne Schicht zu gießen. Ja. Manchmal wird es halt auch ein bisschen dicker. Ich hoffe, die meisten Bläschen sind weg. Ich habe wie üblich für mich das Mastercast. Das ist mein absolutes Lieblingsharz. Vielleicht geht es mit dünneren Harz besser, dieser Effekt. Aber ich möchte einfach hier ja bei dem bleiben. So, dann legen wir mal los. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich mache mir den Holzstab raus. Das ist ein bisschen ungeschickt. Mal kurz abwischen, einmal grob gemischt habe ich schon. Ich habe halt ein bisschen Pulver rein, was ich so gedacht habe. Ja, mal schauen, ob es was wird oder nicht. Weiß noch nicht, ist es besser, man mischt es dicker oder dünner an. Muss ich alles noch ein bisschen rauskriegen. Genau, also da fange ich bei den Sternchen an, weil da werde ich jetzt abwechselnd einfach in die Mitte die Farben geben. Ich fange jetzt hier mal mit dem Interference Champagne an. Toller Ton. Weiß nicht, ob ich zu viel, zu wenig reinmache. Genau das da. Und dann kommt das braune Dark Chocolate in die Mitte. Es gibt schöne warme Weihnachtsfarben. So. Und dann gebe ich von dem Schwarz noch rein. Ich weiß ja nicht, ob es was wird oder nicht. Schauen wir mal. Jedenfalls ist es immer mega spannend, dieser Effekt. Aber ich habe so das Gefühl, ich hätte vielleicht Glitzer reinmachen sollen in die Spitzen. Weil ich glaube nicht, dass sich das nachher so weit nach außen drängt. Jetzt wiederhole ich das nochmal, dass der Stern ein bisschen voller wird. Die Farben sind mega. Sieht so nach heiße Schokolade aus mit Sahne. Mal gucken, was es gibt. Und dann nochmal das Braune. Meine Sternchen sind dann schon gut gefüllt. Ich werde dann noch einen Schuss Klares reingeben. Den Effekt quasi noch aktivieren. Ich muss halt schauen, dass es nicht zu voll wird. Dass mir am Ende nicht noch überläuft. So. Also minimal. Ich glaube, ich fülle es mir in einen kleinen Becher rein. Ist ein bisschen ungeschickt, um das da rein zu gießen. Einfach ein bisschen kleinerer Becher. Kann man besser zielen. So, es ist wirklich jetzt sehr voll und meine Spitzen vom Stern, die sind sehr leer. Na gut, dann ist es halt so. So. Okay. Was könnte ich noch machen? Das ist voller Wort, ich weiß es nicht. Ich könnte höchstens Praline, Resin Ink in die Spitzen tropfen, in der Hoffnung,
dass das vielleicht irgendwie noch sich verteilt und dann, dass es mir nicht so leer ist. Das ist einfach mal ein Experiment. Entweder es wird was oder es wird nichts. Wie so oft bei mir. Ich probiere halt mal aus. Boah, das ist mega voll. Das steht schon über. Voll die Oberflächenspannung. Das ist echt cool. So. Das Braune. Und dann werde ich noch das schwächere Weiß reintropfen. Wo ist es denn jetzt? White Powder. Leichter Effekt. Resin Ink in Weiß. Dass doch noch ein bisschen was passiert. Und dann lasse ich es einfach arbeiten. Genau. Das ist Craig-Petri-Schaleneffekt vielleicht. Wer weiß. Oh, das steht voll über. Krass. So. Dann habe ich einfach den Braunton etwas aufgegriffen. Cool. Also, das lasse ich jetzt einfach arbeiten. Das war jetzt die Notlösung, wenn meine Spitzen so leer waren. Okay, also, dann mache ich jetzt hier weiter. Jetzt fange ich mal mit dem Braun an. Gebe ich hier rein. Ein schöner Ton. Oh, ich habe jetzt hier schon wieder zu viel gemacht. Ich bin halt immer ein bisschen. Ja. Ungeduldig vielleicht, ich weiß nicht. Das Weiß oder das Champagnerfarbige. So. Dann geht mir das Schwarz rein. Ich bin echt gespannt, ob das was wird und was es wird. Ja, es darf halt nicht zu voll werden. Braun. Braun. Oh, die Farben sind so toll. So mega. Genial. Und das Champagne. Klar, bei einer Kugel ist es am einfachsten. Jetzt beim Stern oder bei der Glocke ist einfach eine andere Form. So. Oh, da bin ich echt mega gespannt, ob das was wird. Oh, ich hoffe es so sehr. Und dann gieß mal Klares auf. Das ist schon wieder ziemlich voll geworden. Da habe ich noch etwas Luft. Hier kann ich nicht so viel reingeben. Kommt mir schon bald hier raus. Auch sehr voll. Ja gut, okay. Und dann habe ich überlegt, ich mache hier vielleicht 2 oder 3 Plätze, wo ich was reingieße. Das hatte ich mit der Petra schon mal als kleine Challenge, mehrere Crackles in einer Form. Hat mega Spaß gemacht. Ihr Ergebnis war mega. Meins war nicht so, für mich nicht so berauschend. Aber ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich bin auch zufrieden, aber ja, sie ist halt dann wirklich hier der Profi. Ich mache einfach hier gleich mal bei der nächsten Kugel weiter. Fange jetzt hier mit dem Hellen an.
Ist braun. Super Stille hier. Ich bin hochkonzentriert. Mal sehen, ob das was wird. Ich habe gerade noch eine Idee. Ich werde hier einfach mal noch Kleines reingießen. Oh, das ist voll elektrisch. Das nervt. So elektrostatisch. Ich weiß nicht warum. Das ist manchmal so blöd ist. Und hier in der Mitte noch eins. Sieht so etwas nach einem Raubtier aus, habe ich so das Gefühl. Da mache ich das gleiche mit dem hellen. Einfach so einen Klecks rein. Sieht es verdrängt das andere? Bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. So. Ups, habe ich noch reingekleckert. Hier machen wir noch etwas schwarz. Aber es ist immer gut, wenn man selber ein Video macht. Für sich auch. Egal, ob man es jetzt hochlädt oder nicht. Und dann sieht man mal, was habe ich da gemacht? Wie habe ich es gemacht? Was ist draus geworden? Weil man vergisst so viel, also ich zumindest. Und dann denke ich mal, wie war denn das jetzt? Ah, shit, da habe ich daneben gekleckst. Ah, nein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch in die anderen Kleckse noch eine Farbe. Nee, gibt keine Farbe rein. Ich gebe es hier noch. Klares Harz in die großen Kugeln rein. Dass meine Kugel voll wird und das, der Rest ergibt sich sowieso. Das macht er dann sowieso, was es will. Ich finde, es sieht voll witzig aus. Wie so ein Leopard oder so. Leo-Look. Cool. Da rein. Ups. Und noch da. So, jetzt ist es voll. Jetzt soll es machen, was es will. Hier mache ich einfach ganz normal wieder rein. Fange mal mit Braun an. Das da. Ja, ich meine, die Farben sind jetzt schon gut aufgebraucht, habe ich das Gefühl. Die Farbe wird auch gut voll. Dann nochmal das Braune. Den letzten Rest. Und das Champagne. Und noch ein kleiner Klecks, klares, weil das ist schon, das geht mir schon über. Ah, das geht schon aus der Form raus. Was mache ich jetzt? Ah, Hilfe. Oh je, das war natürlich jetzt wieder zu voll. Ah, oh, oh, oh. Mist, jetzt habe ich natürlich meinen Effekt versaut. Okay, ich muss einfach jetzt mal was rausnehmen mit der Hoffnung, dass es nichts ganz so schlimm wird. Mist. Seht ihr, wie das voll ist? Das läuft mir schon über.
Das ist das Gefährliche am Aufgießen. Aber ein Klecks muss ich noch in die Mitte. Okay, also mehr darf ich nicht. Das läuft über. Ja, eine ist halt versaut, eine Kugel. Ist jetzt halt so. Kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ach Mann, es ist ärgerlich. Es geht schon wieder raus hier. Ja gut, die ist jetzt eh versaut. Jetzt werde ich aus der Mitte nochmal rausnehmen, dass die Form leerer wird. Also immer aufpassen, wie viel ihr drin habt, weil wie gesagt, seht ihr, das geht schon da raus. Das ist zu voll. Zu voll. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier drin bleibt. Ja. Eigentlich ist es nicht mehr so voll, aber ich weiß nicht, warum das da mal raus will. Na, jetzt hoffen wir mal das Beste. Puh, geschafft. Also, das sieht irgendwie komisch aus. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe ja noch ein bisschen Rest. Ich mache gleich noch was anderes. Ich gehe jetzt mal hier kurz ein Feuer drüber. Ein paar Bläschen entfernen. So, ein bisschen Schaum ist es. Hier geht es schon wieder drüber. Ich glaube, die Form ist irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, warum das auf diese Seite drückt. Ach, schade. Ich habe es einfach zu voll gemacht. Okay. Sollte ja noch ein bisschen aufpassen. Das drückt sich so. Die Kante da drüben ist gar nicht so voll, aber hier ist es wirklich am Rand. Ich weiß nicht warum. Das da so rüber drückt. Naja, gut, bei der Glocke hat es auch noch Lücken. Das ist jetzt blöde. Aber ja, das ist schon so. Petra ist halt doch mein Vorbild. Vielleicht schaffe ich es mal. Ja, ein bisschen eine Riesenkleckerei veranstaltet. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ja. Okay, also da muss ich jetzt halt noch zwei, drei Mal nachhelfen und noch ein bisschen Material rausnehmen, das einfach hier an den Rand drückt. Wer immer da raus will, habe keine Ahnung warum. Naja. Sehr seltsam. Naja, auch hier von in den Spitzen. Hat zwar gearbeitet, aber meine Spitzen sind trotzdem nicht. Ich mache jetzt mal bei dem einen Stamm ein bisschen. Ein bisschen Effekt. Ein bisschen rühren. Den Rest lasse ich. Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Irgendwie sieht es komisch aus. Naja, heute kein Traumguss. Abschöpfen, das ist immer noch so voll. Ach, wie wenn so ein Gefälle wäre an der Form. Komisch. Naja, egal. Ich bin halt doch kein Craggle-Experte. Okay, Mist. Eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Okay, ich lasse es jetzt. Ich lasse einfach mal stehen. Wenn es was wird, werdet ihr es erfahren. Wenn es nichts wird, erfahrt es nie.
wenn ich dann das Video nicht hochlade. Und ich habe mich so gefreut auf Crackle. Aber ja, am Ende müssen wir uns halt überraschen lassen, was dabei rauskommt. Hier ist quasi mein... Es ist so voll. Das ärgert mich jetzt wirklich. Oh, ein Shit. Es geht mir über meine Aufhängeöse drüber. Okay, also jetzt lasse ich es so. Genug geschmiert. Vielleicht wird es ja doch noch einigermaßen was. Es ist irgendwie sehr spannend, was da jetzt passiert. Ziemlich voll, man verschätzt sich leicht und ja. Lass uns mal überraschen. Hier ist noch eine Blase. Okay. Also gut. Drück mir die Daumen, dass es irgendwie noch irgendwo einigermaßen was wird. Würde mich freuen, aber ich glaube ja nicht so richtig dran. Das ist jetzt zu heikel hier. Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht hat es ja doch noch was. Genau, also ja, ohne Experimente kommt man ja nicht weiter. Man muss immer wieder ausprobieren. Ich meine, die Farbkombination finde ich jetzt auch mega cool, gefällt mir sehr gut, aber was draus wird, ist die andere Frage. Genau. Also gut, dann schauen wir mal, was Ausformen bringt. Lasst mich überraschen. Ich überrasche euch vielleicht, wer weiß. Und dann sage ich mal, bis zum fröhlichen Ausformen. Da-da-da-da. Ausformzeit ist doch die schönste Zeit. Und jetzt bin ich echt mal neugierig, wie das aussieht, wie die rauskommen. Also, ja, es war schon ein bisschen Gemutze, Sauerei. Hier. Aber ja, sieht schon aus, wie wenn es gecrackelt hätte. Ja, also nicht so wie erwartet. Aber hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Ein Sternchen. Die Frage ist immer, wie viel Material mischt ihr an? Wie dick ist euer Guss? Oh, seht ihr mal, wie das... Das sieht man gar nicht, kann ich gar nicht so richtig festhalten in der Kamera. Da ist was passiert, da ist was entstanden. Cool. Ja, das Außen ist ein bisschen seltsam. Mit dem Alkohol-Ink, das war so eine, oder Resin-Ink, das war so eine Notlösung. Aber cool. Das gefällt mir. So, 3 Crackles in einer Form. Tada! Naja, bisschen merkwürdig. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Dann machen wir mal weiter mit den nächsten. Also von den Farben her ist auf jeden Fall cool. Aber ja, das ist schön. Das ist schön. Ist leider viel klares außen. Aber das gefällt mir besser als das da. Da habe ich wahrscheinlich zu viel Klares reingemacht. Und dann der Crackle. Das ist das ist von der Farbe. Ja, ist auch gut. Aber wie gesagt, nur schade. Na, was ist das? Nur schade, dass es jetzt hier nicht bis außen gegangen ist. Also vielleicht vorher mit Glitzer auffüllen irgendwie. Aber es hat was Metallisches auf jeden Fall. Also die sind cool. Jetzt kriege ich den Stand da mittendrin raus. Hier. So. Ja, gefällt mir. Gefällt mir auch. Hier ist ein bisschen crackeliger. Wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, nur das Resin-Ink hinten, das hat jetzt nicht mehr viel gebracht.
Aber cool. Doch, die sind schön metallisch. Nächste Katastrophe. Es ist wirklich immer spannend. Was kommt dabei raus? Sieht aus wie ein Fußball. Aber schon irgendwie cool. Also auch die andere Seite. Ja, es hat schon was. Also so ganz schlimm finde ich es auch nicht. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Und dieses hier, da bin ich ja wirklich gespannt. Meine Sauerei. So sieht es auch aus. Total durcheinander. Aber metallisch. Und halt leider der Rand außen. Es ist nicht bis außen gegangen. Aber ja, alles in allem finde ich sie cool. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, ich muss einfach weiter dranbleiben. Und überlegen, wie ich es anders machen könnte. Aber das gefällt mir besonders gut. Und ja, das auch. Ja, im Prinzip haben alle irgendwas. Aber wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen dran üben mit dem Crackle-Effekt. Das hat die Petra einfach besser drauf als ich. Ich bleibe am Ball, Petra. Und schauen wir mal, was noch so dabei rauskommt. Genau. Also, dann wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren. Vielleicht habt ihr mehr Erfolg als ich. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Daumen hoch, wenn ihr Lust habt. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.